Das Ganze spiele ich mit Controller. Und wir werden das nochmal neu starten. Ein wichtiger Hinweis, bevor es losgeht. Erstens, ich kenne das Spiel natürlich nicht. Ich habe ungefähr 10 Minuten reingespielt, um mal mitzubekommen, ist das Spiel was? Funktioniert das für uns? Und das ist alles, was ich davon weiß. Also bedenkt das. Und zum Zweiten wird das Spiel ausschließlich in Englisch sein. Ihr wisst, dass ich das normalerweise vermeide. Gerade wenn man viel vorlesen muss, ist es immer so ein bisschen schwierig. So Simultanübersetzung fühle ich mich auch nicht so wohl dabei. Aber das Spiel kann man, glaube ich, sehr gut verfolgen. Auch wenn man nur okay Englisch kann, so wie ich. Es wird einiges gesprochen werden. Das werde ich nicht irgendwie versuchen zu übersetzen. Das müsst ihr irgendwie so erfassen. Ich denke, das klappt aber. Dann gibt es auch so Texteinblendungen und da versuche ich, das ein bisschen zusammenzufassen. Wird sicher vorkommen, dass ich einzelne Sachen auch nicht kenne. Dann frage ich euch um Hilfe und gemeinsam kriegen wir das hin. So, okay, dann starten wir. Es gibt immer nur einen Spielstand, deswegen müssen wir Restart machen. There is a song, Moira, that the sea whispers to the land. A song for pilgrims and for babies going to sleep. Spirit, be with thee on every stream. In the trough of the waves, on the crest of the billows. You remember it, don't you, Moira? And when Beltane brings the neap tide home, then you'll be coming back to me. Moira, sie wird gerufen. Was machst du da oben? Ja, das sind wir, Moira. Wir schauen aus dem Fenster. Ist ganz lustig, ist, glaube ich, sogar in der schottischen Slang geschrieben. So muss man sich's vorstellen. Okay, wir sollen zumachen, das Fenster. It's blowing a holy, was damit gemeint ist. Irgendwie doller Wind draußen. Naja. Okay, ja, wir kommen runter. Sie soll sich nicht überanstrengen, unsere Mutter. Mistress Moira Mollycockles. Das, glaube ich, meint sie wortwörtlich, ne? Ich habe Wasser in meinen Beinen. Sie ist nicht ganz gesund, so wie es aussieht. Tja. Okay, das wird schon. Gut. Wir wollen verschwinden. Moira will abhauen. So sieht sie aus. So sieht die Gegend aus. Wir können so ein bisschen zoomen. Bevor wir aber abhauen, bevor wir loslaufen. Okay, sie wird immer noch. Mutter will immer noch was von mir. Können wir hier noch ein bisschen was gucken? Ja, wir können nämlich hier unter dem Fenster durchkrabbeln. Das ist nämlich eine wichtige Sache in dem Spiel. Glaube ich, man kann viel entdecken, wenn man die Gegend sorgsam absucht. Okay, was haben wir hier? Unser Klingelschild. Edge Cottage. So heißt die Hütte. Das ist ihr Zuhause. Hier haben wir Lavendel. Okay, wir können dran riechen. Einen Zweig mitnehmen. Ja, es hat es hat so ein bisschen Adventure-Elemente. Keeps away Giants and Boggins. Das müssen wir uns, glaube ich, merken. Das ist ein Hinweis. Lavender keeps away Giants and Boggins.
whatever Boggin might be. Okay, außerdem hat sie noch einen Schlüssel gefunden oder sieht ihn dort. Den haben wir natürlich auch mitgenommen. Jetzt riechen wir noch ein bisschen am Lavendel. Okay, Mom tut das überall ums Haus. Ah ja, okay. Nochmal die gleiche Geschichte. Okay, gut. Wir gucken mal hier links, ob da noch was ist. Ja, sie spricht mit sich selbst. Aber ich glaube... Ah, schaut mal, wir können hier sogar runterklettern. Oh, cool. Da ist ein Stein. Ein Doorstepstone, okay. Ah, sie hat ihn an einem anderen Tag oder so weggetreten. Sie hat den ursprünglich hier im See gefunden. Cool. Jetzt können wir unten noch langlaufen, unter dem Haus. Und kommen wahrscheinlich oben wieder raus. Oder entdecken hier noch was ganz anderes. Ah, da ist noch was. Oder? Hat da was geleuchtet? Okay, das Wasser wird tief. Mom hat immer gesagt, ich soll hier nicht schwimmen. Na, ich muss also hier 1 Million Mal geschwommen haben. Oh. Das ist Hamish. Hamish? Ich weiß gar nicht, ob das schon erzählt wurde. Ist ihr Onkel. Und das ist ihr Ziel. Der Bottle Top haben wir gefunden. Das ist ein Kronkorken, oder? Ich glaube, das könnte sein. Können wir denn hier auch schwimmen? Nee, weiter geht's nicht. Okay, alles klar. Gut. Ich glaube, wir können auch hier hoch. Und kommen dann dort auf unseren Weg. Sehr schön. Ich will kurz gucken, ob wir hier... Du weißt, was du tust, Moira. Haben wir was verpasst? Nee, nur ein Sprung. Jede Minute zählt. Must have climbed the hill behind the house 100 times. Okay, hier ist sie schon ganz oft hochgeklettert. Was haben wir hier? I know every stone. But after that hill, there's another. And then another again. And after all that, then that's the sea. And I've never been there. Okay, sie hat den Pfad aufgezeichnet, den sie aus dem Fenster gesehen hat. Für den Fall, dass sie die nicht entdeckt, wenn sie da unten ist. Und jetzt lernen wir ein neues Spielelement kennen, nämlich wir müssen Pfade finden in der Landschaft, die uns weiterführen. Am Anfang ist das noch sehr einfach, aber ich denke, es wird schwieriger werden. What? Okay, das sind jetzt noch Tutorial-Hinweise. So, das ist relativ offensichtlich hier. Okay. Okay, sie weiß jetzt, wo sie hin muss. Sehr schön. Klettern wir. Okay, wir können unsere Karte checken. Beltan ist in 6 Tagen. Sie weiß nicht, ob sie es schafft rechtzeitig. Also das Ganze ist ein bisschen zeitkritisch. Ja, wir gucken mal hier rein. Ja, okay. Okay, alles klar. Wenn man das öffnet, dann wird man nochmal hierher geführt. Beziehungsweise wird gesagt, okay, das ist der richtige Pfad. Ja, Beltane ist die... Ist das die Sommersonnenwende in der keltischen Mythologie? Oder... Der Beginn des Sommers? Auf jeden Fall
Ja, okay, hier wollen wir eigentlich, hier will sie nicht lang. Na gut, dann gehen wir da auch nicht lang. Ja, 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 alles klar. Wir gehen zurück. Moira, wir machen das schon. Ah, schaut mal, wird rechts oben auch eingeblendet dann immer, den Punkt. Gut, gehen wir weiter. Okay, da sind wir. Yes! Ah. Ah, okay, alles klar. Und jetzt könnten wir hier nochmal ein bisschen erkunden. Das machen wir auch, glaube ich, noch. Ich glaube, sie kann hier runterklettern. Hoffe ich. Ja. Wir wollen noch irgendwelche... Oh Gott, oh Gott. Ich würde gerne noch irgendwie gucken, ob wir Gegenstände finden. Gut, von hier kommen wir nicht weiter, ist klar. No time to lose, ja. Im irischen Kalender der Sommer anfangen, ja. Okay, so ist es. Gut, hier ist nichts. Und wir gehen weiter. Genau. Ihr seht, wenn wir solche Pfade entdecken, und es wird verschiedene geben, und es wird auch Alternativen geben, Abzweigungen und so weiter, auch Sackgassen wird es geben, dann geht man immer tiefer in die Landschaft, weiter auf dem Weg. Und die Zeit vergeht im Übrigen auch. Ihr seht, jetzt ist es schon Mittag. Ja. Bin kurz am Überlegen, ob ich hier einmal ganz kurz die Musik einen Tick leiser mache. Ist schwer, die Musik ist eigentlich super toll. Es kann sein, dass es hier auch noch etwas lauter wird. Wir gucken mal. Das muss ich so ein bisschen hinholen. Plötzlich ist sie leise geblieben. Okay. So, jetzt gibt es was Neues. Nämlich, wir können mit ihr rennen und mit den Tieren rennen. Und dann im richtigen Rhythmus springen, um viel Strecke zu machen. Und das machen wir jetzt. Und das macht gute Laune. Okay, nichts kann uns aufhalten, in der Tat. Ich weiß nicht, es wurde gesagt, je stärker, also wir sind stärker geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob der linke Balken, der Lebensbalken jetzt angewachsen ist. Es wurde aber, stand eben kurz, je stärker man wird, umso weiter kann man laufen und kommen. Okay, gut. Wir sehen jetzt hier ein verrostetes Lagerhaus. Das ist schon alt, vor ihrer Geburt gebaut. Niemand ist da reingekommen. Es ist immer verschlossen. Jetzt hätte ich gedacht, warte mal, wir haben doch einen Schlüssel, ne? Ich hoffe, wir haben den Schlüssel auch mitgenommen. Warte mal, den Schlüssel hat sie doch eingesteckt, ne? Naja. Ja, 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 alles klar. Probieren wir den. Okay, es funktioniert. Sehr schön. Dann schauen wir hinein. Oh Gott, was für eine Unordnung. Sie weiß nicht, ob jemand hier gewesen ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Finden wir irgendwas, was wir brauchen können? Eine Tinderbox. Okay, sie weiß, wie man die benutzt. Sie hat was hinter dem Ofen gefunden. Was ist eine Tinderbox? Das müsst ihr mir übersetzen. Wie kann man... Tinderbox. Irgendwie so eine kleine... Ach, eine Zunderbox. Ah ja, alles klar. Deswegen hat sie das hinter dem Ofen gefunden. Verstehe. Gut, das sind die Sachen, die wir schon haben. Schaut mal. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Okay, wir können im Übrigen hier übernachten, aber wir sind ja noch fit und es ist noch am Tag. Ich denke, das brauchen wir nicht. Aber wir sind jetzt hier an einem spannenden Punkt angekommen, wie es aussieht. Wir gucken erstmal hier.
Schau dir das an. Es muss dafür da sein, mit Aliens zu sprechen. Wir schauen uns das mal genauer an. Meine Mutter glaubt, es wurde gebaut, um sich auszuspionieren. Aber ich kann mir niemanden vorstellen, der meine Mutter ausspionieren möchte. Meine Mutter. Merkwürdigerweise ist die Musik jetzt wieder sehr, sehr leise geworden. Ich muss nochmal reingehen. So leise wollen wir es aber auch nicht haben. Ich habe nur einen Tick runtergemacht, oder? Okay. The King of the Outer Wall kept a messenger bird on a nearby rock. Okay. Great big thing. Big as a dragon it were. And when it flew, its wings blotted out the sun. The King of the Outer Wall kept a gigantic messenger bird. Okay. Was ist das für eine Geschichte? Hamish scheint derjenige zu sein, der die alten Mythen irgendwie kennt und uns erzählt hat vielleicht. The hill near your house is called Lan Mul, the Bald Edge. They say this is as far north as the English got before Wallace blunted their blades. Okay, bis hierhin sind die Engländer gekommen. Didn't hold them off for long, mind. Okay, sie hat irgendwelche Karten kopiert. Es gibt zwei Wege weiter. Jeder Seite des Lochs entlang. Okay, das ist die eine Karte. Das ist die andere Karte. Lan Mul. Gut, das müssen wir jetzt erstmal finden. Okay, das ist ja relativ offensichtlich. Hier könnte es weitergehen. Get in! Und das war auf der anderen Seite. Das ist das Ding. Und ich glaube, dann ist das der Punkt, ne? Jawohl. Okay. So, jetzt müssen wir uns wohl entscheiden, wo es lang geht. Okay, und es gibt immer weiter noch Entdeckungen, die wir notieren. Hört mal, wie der Wind heult hier oben. Sehr schön. Aber liebe Leute, seht es mir nach. Ich muss hier noch mal Einstellungen machen. Die Sprache ist mir auch noch ein bisschen zu leise. Es war leider im Vorfeld nicht alles schon machbar. Wir gucken mal. Die Maps haben wir, die Items kennen wir. Ah, schaut mal. Das sind verschiedene Berge, die wir erklommen sind, noch können. Und das ist alles, was wir gelernt haben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das noch eine Rolle spielen wird im Laufe des Spiels. Come to the Lighthouse, Moria. Das ist unser Ziel. So. Achso, das ist das, was wir eben schon gemacht haben? Oh, ja, okay, alles klar. Ja, ist die Frage, in welche Richtung gehen wir? Ich würde aber sagen, wir erkunden erstmal den Teil der Karte. Was ich nicht genau weiß, ist, ob die Zeit quasi so in Echtzeit abläuft. Oder ob sie wirklich nur abläuft, wenn wir jetzt bestimmte Punkte erreichen. Wir schauen erstmal hier runter. Oh, Moira, pass auf. Ja, du kommst voran. Es gibt aber gerade jetzt einen kleinen Bug, liebe Leute. Oh nein. Ich kann mich nicht bewegen. Das Spiel denkt, ich rutsche runter, aber es passiert nichts. Das ist schlecht. Was machen wir da? Wir müssen, glaube ich, mal rausgehen und reingehen. Hoffen, dass wir uns wieder entbuggt haben. So, das Spiel wurde jetzt gerade gespeichert. Wäre natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, wenn er den Bug mitgespeichert hat. Wir werden sehen.
das ist ja auch schön gemachtes Laden. It's been me and my mom together for as long as I can remember. Oh nein! Scheiße! She never let me go anywhere. Oh Moira. Like she was ashamed of me or something. So, I went up into the hills anyway. Bollocks. Okay, wir erfahren, dass sie kein so gutes Verhältnis hat mit ihrer Mutter. Und dass sie deshalb immer in die Highlands gelaufen ist. Alles klar. Und wir haben aber was gefunden. Necklace. Nehmen wir das mit, ja. Und jetzt beginnt der Regen. Echtes Gold haben wir gefunden. Wow. So, wir könnten hier jetzt Rast machen. Ihr seht, der Regen hat Auswirkungen auf unsere Ausdauer, wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, wir können uns so eine gewisse Zeit im Regen aufhalten. Verstehe ich das richtig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, was mache ich hier? Na, okay. Okay, das ist schon heikel irgendwo ein bisschen. Okay, wir sehen irgendwie eine Schnitzerei hier in dem Baum. Mama hat gesagt, ich habe das da eingeschnitzt. Okay. Als sie klein war, hat sie das gemacht. Was soll das sein? Eine Art Feuer? Was? Bist du sicher, dass du gehen willst, Moira? Tja, sind wir sicher? My mom never comes out here. Ihre Mutter... Says she has water in her legs or something? Okay. Running down them more like. Gut, also die Mutter ist irgendwie krank, ne? Also Wasser in den Beinen kommt meistens vom Herzen. Naja, okay, wir können auf andere Ebenen wechseln. Und was ist hier? Ein alter Leuchtturm. Okay. Ich komme, Onkel Hamish. Aber es sieht eher aus wie so ein Spielzeugleuchtturm. Ah, wir können was mitnehmen. Eine Linse. Okay. Also von der Brille oder so, ne? Ist hier jetzt der Punkt, wir könnten das auch zurücknehmen. Ist hier jetzt der Punkt, wo wir gehen können? Okay, wir haben hier Kinderspielzeug mit einer Notiz drin. Oh, was ist das? 3 o'clock, don't be late. Na, Koken. Sieht ja auch aus wie eine Karte. Aber wieso 3 o'clock? Huh. Okay. Okay, da geht's um eine Höhle. Und auf einem Berggipfel können wir das vielleicht entdecken. Zurückgehen? Ah, okay, vielleicht... Ach so, sie will dahin, um jetzt hier vom Regen... Ja, bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo es jetzt hier weitergeht. Ah ja, das ist der Weg weiter. Hm, alles klar. Okay. Aber wir können auch hier noch hochklettern. Da oben ist noch irgendwas. Es scheint ja jetzt irgendwie nicht weiter runter zu gehen. Jesus. Ah, ist wieder ein Ausguck. Okay, wir haben einen weiten Weg zu gehen, ja. Das ist nicht das Meer.
sondern ein See. Gut, das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Das sind die... Ach, warte mal, das ist auch eine Karte? Kann es das sein? Nee, ne? Nee, da kommen wir nicht durch. Was hat sie da gemalt? Was meint sie damit? Oder sind Dinge in der Ferne gemalt? Weiter können wir nicht schauen. Okay. Es muss ja auch nicht an jedem Spot jeder Ort sichtbar sein. Es wird einfach nur angeboten. Gut, ich glaube, hier kommen wir so nicht weiter. Ich weiß nicht den Namen von diesem Gipfel. Okay, was hat es damit auf sich? Haben wir das schon gehört? Giant's Tooth, maybe? Brennendes Dach. Okay, warte mal, haben wir das jetzt benannt? Vielleicht? Ich denke, dieser Gipfel wurde genannt... Ah, okay, das ist immer der gälische Name dafür. Ah, okay, ich glaube, wir können das jetzt selber benennen. Ja, sieht finde ich, passend. Okay, und wenn wir auf die View gehen, dann können wir wieder auf die Karten gehen, ich verstehe. Okay, nee, das wollen wir aber nicht. Wir gehen nochmal hier ein bisschen gucken und ansonsten... Wir kommen hier hin. Hier ist noch was. Ich schwöre, dieser Vogel schaut mich an. Wir könnten jetzt... Okay, mit dem Stein... Oh, warte. Throw, hold. Ah. Okay, warte mal. Ah, cool. Aber wie kann ich das verändern? Das Prinzip noch nicht verstanden. Müssen wir länger halten? Ich halte mal jetzt ganz lange und lass dann los. Ja, okay. 6 Bounces. Ja, sehr cool. Flitschen. Ja, jetzt die Frage. Warte mal, ich halte noch mal länger. Kann man irgendwie die Höhe verändern? Mit dem Stick? Nee. Nee. Oder ist das reiner Zufall? Ich mach mal ganz kurz. Rubbish. Etwas länger. So, zack, jetzt. 4 Bounces. Ich würde es gerne noch besser machen. Aber wie? Ach so, ihr meint, wenn es blinkt, dann soll ich loslassen in dem Moment. Ja, das könnte sein. Nee. Ich mache jetzt nochmal wieder ganz lange. Nebenbei A drücken. Ich drücke jetzt immer A. Das ist überhaupt das, was ich drücken kann, um das auszulösen. that's no good. Was kann ich noch tun? Ah! Aber warte mal, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie Luck. Ja, alles klar. What's that? Up there. Gosh, old glove. It's the eyes of the queen.
Cover your head. Ein Echo des Tals. Ah, meine Güte, das Spiel ist so poetisch und rätselhaft. Sehr schön. Aber ich glaube, wir müssen mal weiter. Oh. Ja, warum gehst du da nicht? Ah, okay. So, wir gehen noch nicht hier durch. Ob wir unten lang gehen können? Naja, ich glaube, da unten war doch nichts mehr, oder? Na, wir können mal ganz kurz gucken. Ja, hier kommt dann nur das Wasser. The water that runs down to Chimonchi. Okay. They say it runs all the way to the end of the world. Oh, ein Wasserfall. Warte mal, den habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Man sieht ihn auch nicht richtig. Okay, alles klar. So, ich glaube, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen nicht wieder zurück. Sondern verlassen hier diese Gegend. Ja. Okay. Ja! Ach so, Giant's Tooth steht ja auf der Karte. Oh mein Gott. Alles klar. Wir hätten es gar... Das, okay, man muss bei dem Spiel aufmerksam sein. Alles klar, wir haben richtig geraten. Es kam mir auch irgendwie bekannt vor. Okay, es wird fast dunkel sein, wenn ich zum nächsten Wegpunkt gehe da. Das ist, denke ich, okay. Dann werden wir dort vielleicht irgendwo schlafen können. Ja. Man kommt nicht zurück, wenn man... When the dark falls over the hills, it's like a veil. You can't see your own hands or feet. You could be shrunk to the size of a mouse or grown as large as a giant. And you wouldn't know. Oh, was für ein schöner Gedanke. Okay, es ist früh am Abend, es regnet. Das Wetter wird schlechter. Wir könnten jetzt hier unter den Bäumen Rast machen. Ich bin mir unsicher. Ich weiß noch nicht richtig, wie das Spiel funktioniert. Ob jetzt der Moment gut ist. Wir gucken kurz mal nach links. Da geht's nicht. Okay, als Kind ist sie hier paddeln gewesen. Wir könnten schwimmen. Nee, ernsthaft? Oh, sie hat ihre Kopfleuchte angemacht. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt ist Nacht. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier die Nacht verbringen. Okay, interessant. Schaut mal, wenn wir jetzt schlafen. Bei einem Gewitter und einem Baum keine gute Idee. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Maximum Health wird runtergehen. Das ist also kein optimaler Übernachtungsort. Ja, wahrscheinlich sollten wir das nicht tun. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Aber sie ist erschöpft, oder? Oben ist was. Ein Grasboot. Sie hat das auch gemacht. Wir nehmen es mit uns. Vielleicht können wir das im See fahren lassen. Onkel Hamish hat gesagt, ein Boot wie das könnte stark genug sein, eine Nuss zu tragen.
Aber es ist auch stark genug, Hoffnungen zu tragen. Tja. Okay. Sie kann Wasser hören. Wo können wir jetzt schlafen? Hier ist ein Wasserfall. Wir brauchen aber sowas wie eine Höhle oder sowas. Ach du Schreck. Ist das nicht der Ort, den wir auf der Karte gesehen hatten? Und da war doch nur die Rede von der Höhle. Nein, 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 nein. Pass auf, hier. Genau. Das ist doch ein schöner Ort, oder? Okay. Ist auch nicht optimal, aber wir nutzen das, denke ich. All my life, Uncle H has written me letters. And I wrote him letters in return. Dear Uncle H, ah, okay. Jetzt können wir die alten Briefe nachvollziehen. Wie cool. Warum möchtest du, dass ich dich besuchen komme? Oh, Moira, I've wanted you to visit all your life. I had to wait until you were old enough to make the trip. Your mom would never forgive me if you came to any harm. Fünf Tage haben wir noch bis Beltan. By the morning, the storm has finally blown itself out. Okay. Gut. Ich würde ja gerne nochmal. Ja. Ich würde vielleicht gerne nochmal zurücklaufen. Vielleicht im See schwimmen? Nein, 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 nein. Warte mal, geh mal runter. Beziehungsweise vielleicht können wir dort das Schiffchen fahren lassen. Achso, das war. Ja, das war die Baumkuppel. Ah, hier. Float the grass boat. Ja, cool. Vielleicht schaffst du es bis zum Meer. Und ich hoffe, dass ich es dort auch hinschaffe. Und unsere Hoffnung schwimmt mit diesem kleinen Boot mit. Wollen wir schwimmen gehen? Ich bin zwar neugierig, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Andererseits, man kann sich ja morgen um. Ich weiß nicht, was für eine Jahreszeit das ist. Ach komm, wir schwimmen mal. Ah, ich wäre. Okay. Ich wünschte, ich wäre stark genug, um von hier bis zum Meer zu schwimmen. Aber das ist sie nicht. Nein. Also müssen wir zu Fuß weiter. Das machen wir. Uncle Hamish has lived in the lighthouse forever. And he lives there on his own. I thought all the lighthouses were automatic now, but either they don't know about his one. Okay, interessant. Or else he's never noticed the light comes on by itself. Okay, hier können wir weiter. Weiter hoch den Berg. Falls kommt man hier nochmal runter? Nee, sieht nicht so aus. Wahrscheinlich dort auf die andere Seite, zur anderen Brücke. Ja, ich würde sagen, hier gibt es jetzt nicht mehr viel. Im Übrigen, das ist ein Spiel, was auf Wiederspielbarkeit sehr angelegt ist. Man wird in einem ersten Durchlauf nicht mal ansatzweise alles sehen können, alle Geheimnisse entdecken können. Die Gegenstände, die man mit sich führt, werden häufig auch keine Bedeutung haben. Je nachdem, wo man lang geht. Okay.
neuer Tag. Es geht weiter. Gut, dann gucken wir mal, was uns hier drüben erwartet. Oh, oh, oh. Nee, da würde ich eigentlich nicht runter. Aber ist die Frage, ist es vielleicht interessant da unten? Uncle Hamish sends me letters every month or so. When I was little, he'd send me pictures. Never photos. Sometimes he'd throw in a shell or a bit of a crab's leg, like he was some kind of wizard. Die Frage ist, hat sie einen Vater? Vermutlich ist das so eine Art Vaterersatz, könnte ich mir vorstellen. The water keeps smashing away, tearing the hill in two. So, wir gehen wieder auf die andere Seite, gucken aber hier vorne nochmal runter. Aber ich habe Angst, dass ich ja wieder runterrutsche und dann nicht hochkomme. Ah, hier geht's auch noch weiter, Pfad entlang. Ja, ich denke, wir bleiben mal oben. Die Vertonung muss ein Dialekt sein. Ja, so sprechen Schotten. Also jeder, der mal in Schottland gewesen ist, wird diesen schottischen Akzent sofort wieder erkennen. Was haben wir hier? Bilberries. Sind Bilberries? Sind das Heidelbeeren? Okay, hat sie jetzt was gegessen? Wahrscheinlich. So, es geht weiter. Schaut mal da hinten. Sehen wir richtig, wie der Pfad weiterführt. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Ein Nest? Nein, die Überreste eines Feuers. Wir nehmen was mit. A stout stick. Okay. For Wellopen Goblins. Okay, sie ist ein Pirat. Okay, das Feuer ist kalt. Irgendjemand hat hier Camp aufgeschlagen, ist klar. Aber jetzt ist er weg. A deli beneath the trees. Nö, das wollen wir jetzt nicht. Das ist vermutlich sowas wie Zeit totschlagen. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Ah, das ist cool gemacht. So, wie weit kommen wir heute? Ja, das frage ich mich auch. Kommen wir da hoch? Ne, wir müssen hier erstmal hin. Okay. Wir sind an der Spitze, da wo der Wasserfall entspringt. The Rusty Blade. Eine Klinge, ja, nehmen wir mit. Okay, es ist nur ein Messer. Sie hat eins verloren. Vielleicht ist das, mit dem sie den Baum geschnitzt hat. Sie kann sich nicht erinnern. A drop, a year. For every drop spilled there under trust. Even still, the trees will only grow there. Was? Das war ein Mörder? Moose Wedding? Hat er das gezählt? Hab ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. Wartet mal. Wir steigen hier nochmal kurz ab. Ah, hier könnten wir auch rasten. Aber ansonsten, glaube ich, ist hier weiter nichts. Warte mal. Was ist das? Seashell. Wie kommt sie hier hoch? Ja, das frage ich mich auch. Eine Meeresmuschel. Wir nehmen sie mit. Ah. Ich gehe zum Meer. Ich bringe dich nach Hause. Ja, sehr schön. Okay. Wir haben den nächsten Gipfel erklommen. Gut, und wir können wieder gucken, ob wir hier was erkennen. Das ist doch dieser Spot hier, ne?
Aber die Frage ist, was suchen wir hier eigentlich? Suchen wir das da drüben? Na, Kolken, was meint ihr? Oder ist hier etwas gesucht? 3 o'clock, don't be late. Ich verstehe das nicht. Oder ist das nicht der Punkt? Doch, das ist der Punkt. Leute, was meint ihr? Sieht doch so aus, ne? Halt, warte mal. Der Punkt ist hier. Hier ist der Punkt. Glaube ich. Nee. Ah, okay. Warte mal, sie erkennt das wieder. Es ist bloß kein Weg. Wir sind schon richtig. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass hier eine Höhle ist? Dann sollten wir da irgendwie hin, aber wie kommen wir da hin? Gut, wir haben das Ding immer noch. Keine Ahnung, was das zu sagen hat. Hier werden wir rennen können. Okay. Gut, wir versuchen mal, diese Höhle zu erreichen. Wahrscheinlich ist das keine Markierung, wo wir die Karte verlassen, sondern wo wir irgendein Geheimnis finden können. Die Höhle muss exakt hier oder dort sein. Ah! Doch! Aber dann ist der Ort eher dort, ne? Schwer zu sagen. Warte mal, also das ist der Punkt. Das ist der Punkt, der... Ja, ich würde sagen, das ist schon hier. Versuchen wir es. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Okay, sie hat keine Ahnung von, wie dieser Berg heißt. Der ist das Four Fell, Little Finger, Devil's Tail. Four Fell könnte ja gegen Wasserfall irgendwie passen. Okay, das ist jetzt ein Ratespiel. Fragezeichen steht da. Der Wasserfall, der zum Ende der Welt fließt. Na gut. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir da runter? Ja, kannst du da nicht runter? Shit. Okay, da müssen wir mal aufpassen. Ja. Was ist denn hier? Ein Loch. Für einen Pfosten. Okay, falls das mal ein Schild gewesen ist, kann sie es nicht erkennen. So, jetzt ist die Frage. Wir kommen da aber auf diesem Wege nicht rüber. Nee. Vielleicht erst quasi, wenn wir den nächsten Abschnitt erreicht haben, oder? Vielleicht... Oder wir haben vorher irgendwas verpasst. Spannend, ey. Es gibt echt viel zu entdecken. Gut, wir werden hier einfach weiter verlaufen. Vielleicht ist das ein Geheimnis, was wir nicht herausfinden werden. Okay, es geht wieder los. Thank you.
Sehr schön. Das ist aber noch ein ganz schöner Weg hier hoch. Okay, und was ist das für ein Ort? Stones top the hilltop like a crown. Ja, eine alte Steinsetzung. Der Wind ist weg. Nichts bewegt sich. Wir könnten unter den Steinen Rast machen, aber wir sind noch ganz gut dabei, würde ich sagen. Wieder. So, okay, alles klar. Wir haben jetzt immer wieder die gleichen Karten, solange wir keine neuen haben oder finden. Da wir den Ort eigentlich schon identifiziert haben, brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht groß umsuchen. Ah, schaut mal, da haben wir das gesetzt. Und vielleicht kommen wir da halt irgendwann hin. Und dann finden wir den Weg vielleicht. Ja, cool. So, wir haben nie den Namen gelernt. Who cares? Okay. Warte mal, aber which peak ist es? Können wir jetzt noch eine Vermutung abgeben? Ah, okay. Nennen wir das mal The Queen's Throne? Was dieses Ratespiel soll? Weiß ich nicht genau. Sieht aus wie ein sehr einsamer Ton. Wir können mal gucken, trägt er das dann ein? Ah ja, schaut mal. Das wird dann als Fragezeichen eingetragen. Immer mit der gelischen Bezeichnung. Der Vogel ist wieder da, stimmt. Wir können ja auch hochklettern, krass. Können wir mit dem Vogel noch irgendwie interagieren? Oh nein! Muss man ein bisschen aufpassen. Okay. So, aber wo geht's jetzt lang? Wir haben ja jetzt eigentlich gar keinen Weg gefunden, wie wir weiter können. Was ist hier unten? Der Crisp Packet. Was ist drin? Oh! We have to talk. I mean it. Come along this time. Warte mal, sind das Sachen immer von ihrem Onkel? Auf jeden Fall ist das hier. Das ist diese Kronenspitze. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal hochklettern müssen, um das identifizieren zu müssen. Ja, okay. Sie muss das, glaube ich, vom Berg identifizieren. Wir müssen also zu. Now the Hill of Toxich is a fine place to stand. The Hill of Toxich. But it's no place to linger if you want a clear head. Okay, jetzt wissen wir, wie er heißt. For they say up there, you can get blind drunk on the air itself. Kann es sein, dass wir immer die gälischen Namen erfahren und daraus die englischen uns erschließen müssen? Interessant. Wir werden erstmal identifizieren, wo es weitergeht. Hinter den gälischen steht dann die Frage sein. Ja, ja, weil wir es halt nicht richtig haben oder nicht verifizieren können. So. Und hier? Das ist doch das Ding, ne? So, das ist das hier. Das ist das hier. Und hier ist eine. Hier ist etwas, was so nicht eingezeichnet ist. Der Ort muss hier sein, eigentlich. Hier oder da. Bin mir nicht sicher, was passender ist. Markiere ich mal das hier unten.
Get in! Okay, that looks right to me. Okay, sie gibt immer Kommentare ab, ob das wahrscheinlich ist. Wie, ich bin genau davor. Naja, ich glaube, das ist richtig. Puh, okay. Wir gucken mal, ob wir das noch ändern können. Krunnabanrig, the Queenstone, das, ja, das ist das, was sie gesagt hat. Okay. Ja, wir versuchen mal was anderes. Ach, ihr seht die Karte nicht. Ah, okay, ich bin direkt davor. Ach so, ich bin davor. Oh nein, das ist natürlich doof. ja, da muss ich mich wahrscheinlich verschieben. Das kann ich aber gleich mal machen. Wartet. Das geht jetzt einfacher. Ich verschiebe mich mal hier oben hin. Dann ist es, glaube ich, besser. ja, alles gut. So, gut. Wir gucken uns gleich nochmal die Karte an, dann könnt ihr mitraten. Entschuldigt. Warte, das will ich noch fixieren. So, zurück hier. Unten links wäre besser? Weiß ich nicht. Dann seht ihr nicht, wann ich gleich sterbe. Oben rechts ist doch eigentlich nichts, ne? Nö. Unten links ist immer ganz schlecht, weil man guckt aus dem Bild so rein, bildästhetisch. Eine Weihe da oben. Ja, was? Warriors Walk, Forest Crown. Wir probieren das mal. Ob wir jetzt auf den gälischen Namen kommen, den er gesagt hat. Crunquil? Nee. Forest of Stones, ja. Wir probieren das mal aus. Ich nehme mal das andere. Warriors Walk hatten wir noch nicht. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht das Gälische gehört. Nee, das ist auch wieder was anderes. Okay, also so funktioniert es nicht. Naja. Lassen wir das mal. Das kriegen wir vielleicht noch raus, was es damit auf sich hat. So, wir versuchen jetzt diesen Ort da zu erreichen. Beziehungsweise, wartet. Ihr wolltet mitraten. Das laufe ich nochmal zurück, damit ihr jetzt auch noch was sehen könnt. Nicht gleich hochspringen. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Sicht. Und jetzt könnt ihr hoffentlich die Karte auch sehen. Genau, jetzt dürftet ihr es sehen können. Und mein Tipp war, hier das zu positionieren. Zack. Es ist irgendwie zwischen da oben und da unten. Aber sie hat ja schon gesagt, das müsste passen. Und ihr sagt, Queen's Crown war schon richtig. Auch vom Gälischen her. Dann ändere ich das jetzt auf unseren ersten Tipp hin. Okay, also runter. Es ist nur die Frage. Schaut mal, so kommt man hier sauberer runter. Es geht also auch irgendwie. Es ist Mittag, sieht aber nicht nach Mittag aus. Ja, der Regen ist unangenehm, bestimmt. So, ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu dem Ort. Ich laufe aber erstmal nach links. Okay, hier ist ein Höhleneingang. Gut zu wissen, aber es ist Mittag und wir haben noch einigermaßen Ausdauer. Was ist das? Jeder Steinkreis hat einen Outcast. Outcast? Achso, ein Stein, der irgendwo draußen steht. Ein Außenstehender.
trägt die Healstone Path. Okay, hier wäre ein Pfad weiter. Aber das ist doch nicht der, den wir gefunden haben. Nee, das ist hier. Langsam wird's kritisch. Und wir haben... Ah, wir sind jetzt an der Höhle. Und hier oben ist aber noch irgendwas, oder? Ach so, das ist der Punkt, den wir identifiziert haben. Ja, alles klar. Okay, wir krabbeln da rein. Warum wir auch immer das machen, wir sind neugierig. Okay, wenn ich das richtig hier gesehen habe, dann führt der Tunnel jetzt hier rein. Hm? Sieht so aus, als ob ich hier durchkomme. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh Gott, Moira, was mache ich mit dir? Ich würde nie... Ach du Scheiße. The tunnel seems to stretch out in front and behind. It goes on forever. Oh, like Gott. A bloody poem. Like a bloody poem. Okay. Okay, also theoretisch hätten wir hier eine schöne Unterkunft. Aber das war's dann auch, ne? Können wir da runterlaufen? Nee. Now the queen of these hills is Queen Morag the First. She likes to give gifts, but she also likes to receive them. Oh, können wir irgendwas... Anything beautiful, she'll take. Oh, wartet mal. Wenn das diese Queen's Crown ist, können wir vielleicht da oben irgendwas hinterlassen? Hm. Meine Güte, okay. Aber ich glaube, ich komme hier nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Nee. Also hier ist nur das eine. Wir können nur zurück. Da geht's nicht. Oh mein Gott! Okay, ich glaube, das war ein Bug. Was war das denn eben? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Okay, da gehe ich nicht wieder hoch. Ich weiß auch nicht. Warte mal, wir könnten Sit Down machen. Ja. No, Queen Morag has a good heart, but she's an awful Puritan. She likes her world the way it is and doesn't want anything in it to change. Was will er uns damit sagen? Ah, okay, alles klar, tatsächlich. Ah, wenn wir jetzt hier Rast machen, dann kriegen wir sehr schnell unsere Gesundheit zurück. Das ist der Wert dieses Ortes, ich verstehe. I'm starving? Okay. So, jetzt haben wir erstmal wieder maximale Ausdauer, okay. Gut, verstehe. Ja, ja, wir machen das nicht so oft. Naja, Hunger habe ich schon verstanden, aber Essen gibt es hier, glaube ich, eigentlich nicht. Ich glaube, es hat sie nur so gesagt. Ich mag das nicht, ja, das kann ich mir vorstellen. Die Frage... Was? Nein. Scheiße. Okay, es geht weiter. Okay, draußen regnet es noch. Oh Mann. Gott, was für ein Schreck. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, wie gut. So, Leute. Wir klettern noch mal nach oben. Ich will da noch mal zu... Oh, oh, oh. Oh Gott. Jetzt ist sie auch noch... Scheiße. Okay, sie muss sich ausruhen. Wenn das rot ist. Meine Güte. Das nimmt einen echt mit hier. Ich will da noch mal hoch.
weil er sprach was von einem Geschenk. Vielleicht kann man jetzt irgendwie was hinlegen. So. Ich will es versuchen. Aber es ist ein ganz schön weiter Weg, ne? Okay, es war wirklich weit bis zu der Gruppe. Ah, wir sind da. So, können wir jetzt hier... Nein, nicht immer hochklettern. Ja, es geht. Krass, Leute. Okay, was hat er gesagt? Sie mochte irgendwas Wertvolles. Every peak deserves an offering. Okay, die Kette, ja. Okay, das heißt, auf jedem Berggipfel können wir was Passendes hinterlegen? Na gut, dann machen wir das hier. Irgendwas nicht zu modernes, ja, sie war zu puritanisch. Aber was ist das? Passiert jetzt was? Hush now, Bairn. And I'll tell it again. Once upon a time, there was a lonely fisherman. The fisherman worked on the Loch Mullerdoch, catching river trout. Wenn wir dem Berg das Richtige schenken, dann wird das Wetter gut. Okay, und außerdem erfahren wir vielleicht immer einen kleinen Teil einer Geschichte. Ah, wie cool. Toll. So, ich muss hier irgendwie aufpassen. Ich weiß nicht, wie man sauber... Und, ach so, okay. I can't believe I'm doing this. I must be off my trolley. And an Uncle H's say so too. So. He's got no trolley and all. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Die Frage ist jetzt, ob wir unten noch weiter erkunden, also unterhalb der Höhle, ja, kommt. Okay, man fliegt jedes Mal dahin, glaube ich. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Man kann auch rauszoomen. Ah ja, da sollte ich mich auch mal gewöhnen. Da unten sieht noch irgendwas nach irgendwas Interessantem aus. Aber es ist halt auch schwierig. Nothing's gonna stop me now. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte nicht so viel riskieren. Okay, wie geht's denn hoch? Wie ist er eigentlich? Okay, es sieht aus, als wäre hier nichts. Hier geht's nicht weiter. Ja, die Zeit vergeht auch, ja. Das ist noch nicht ganz klar, ob die Zeit jetzt einfach so auch vergeht. Ja, wahrscheinlich sollte... Na, es ist immer die Frage, ne? Die Neugierde, Dinge zu entdecken. Und die Vernunft und die Erfordernisse der Geschichte. Die Zeit spielt keine Rolle, doch, die Zeit spielt eine Rolle, mit Sicherheit. Links oben vergeht sie ja und wir müssen bis Beltane beim Leuchtturm sein, auf jeden Fall. Okay, wir gehen weiter. Ja, wenn wir drüben angekommen sind, wird viel Zeit vergangen sein. Wir gehen trotzdem.
once when I was a bairn, I put a feather on top of a peak named Gull's Perch. And it grew into a bird and flew away. My little brother taught me to climb. Kept getting himself stuck up a tree or on a roof. Not like my mum would get her fat arse up there to get him back. Er hat kein gutes Verhältnis zur Mutter. Da ist irgendwas. Okay. Mit A. Plasteumschlag. Okay, die Höhlen von Hogsheed. Spelunking is dangerous. Okay, also hier ist eine Höhle irgendwo. Die können wir auch identifizieren. Hogshead? Okay. Hogshead. Okay, alles klar. Höhle. Schon wieder Höhle. Okay, wir kommen hier höher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welche Richtung wir eigentlich uns bewegen. War die Höhle jetzt hier? Wollen wir rechts gucken? Oder wir gehen einfach links weiter? Oh oh. Okay, alles klar. Warte mal, wir müssen, glaube ich, komplett springen die ganze Zeit hier. Ich verstehe. So krass, weil man weiß eigentlich überhaupt nicht, wo man hin muss. Aber ich glaube, das gleiche Gefühl hat sie auch. Das soll uns, glaube ich, hier vermittelt werden. Ich glaube, oh, was haben wir denn hier? Once Hamish sent me a rusty nail from the Titanic. He told me he'd got it from the bottom of the sea. I was 7 years old, so like a total chump, I believed him. So, es ist, das ist doch ideal zum Übernachten, oder? Definitiv. Wir schauen da hinein. Der Ort riecht wie? Es ist stark. Okay, eine Flasche hat sie noch gefunden. Whisky! Und es ist sogar Whisky noch drin. Na dann, zum Wohl. Hm. Ich könnte das Hamish geben. Ich wette, er trinkt das. Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, wir übernachten hier. Auch wenn wir noch ein bisschen weiter könnten. Aber der Ort ist, glaube ich, sehr gut, oder? Ja, wir sind weit genug gekommen, würde ich auch sagen. Sometimes replies would come immediately. Sometimes they'd take months to arrive. Dear Uncle H. Ah, jetzt werden wir wieder Briefe schreiben. Okay, warte mal, das ist interessant. Wenn wir eine Unterkunft finden, die perfekt ist, die sehr gut ist, dann steigt unsere maximale Gesundheit. Aber wahrscheinlich immer nur bis zur nächsten Unterkunft. Das ist ja auch eine coole Mechanik. Das Spiel hat echt coole Mechaniken, oder? Okay. Queen Morg, da hatte er was erzählt. Was wollen wir von ihm hören? Ja, soll er weiter von Queen Morg erzählen? Finde ich gut, ja. The Queen Morag is giving, but not generous. She's forever, and so must be everyone she rules. Gut, 4 Tage noch bis Beltane. Okay.
Okay, wir haben noch eine alte Zigarrenbox gefunden. Da ist was drin. Okay, you can't just leave me. You owe me after what I did for you. Das sind immer so eine komischen Botschaften. Ich weiß nicht, ob die was mit uns zu tun haben oder ob die rein zufällig sind oder ob die in sich noch eine Geschichte erzählen. Gut, Giants Bridge. Und da ist irgendwas hinterlassen. Also es muss auf jeden Fall eine andere Person sein. Es kann jetzt nicht Hamish sein oder so, weil da ein A steht. Naja, viele Höhlen hier. Okay, wir laufen weiter. Ich sollte wirklich immer mal gucken, wie die Umgebung so ist, ne? Also wir müssen am besten nach hoch. Ja, natürlich beginnt es zu regnen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Da sind wir hergekommen. Hier in den Hintergrund. Oh, warte mal. Doch. Ach, wartet. Oh, krass. Ach. Das ist knifflig. Oh, da muss man drauf achten. Der Hintergrund ist von Bedeutung. Okay, aber da rutschen wir runter. Komme ich da irgendwie hoch? Schnell springen? Nee, funktioniert nicht. Geht nicht. Na gut, da hätten wir auch noch einen Shelter gefunden. Dann müssen wir in diese Richtung weiter. Aber das war jetzt noch eine wichtige Erkenntnis, dass man echt nochmal richtig gut auf den Hintergrund achten muss. Hier kommen wir hoch. The thing you have to ken about Uncle Hamish is that he's a total idiot. Total idiot? Not the annoying kind. He's the kind you talk to because you never know what he'll say next. But, you know, still an idiot. Okay, da haben wir wieder ein Reh. Wo komme ich hin? Ach so, Queen Morg ist Morgaine aus der, also ich kenne die als Morgaine aus der Arthur-Sage. Ach, das ist Queen Morg. Ach so, krass. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ist das da hinten möglicherweise? Ist das da hinten möglicherweise auch ein Weg? Nee, ist es nicht. Ja. Wir haben da hinten so ein Reh gesehen, aber wir sind super weit entfernt davon, da hinzukommen. Merkwürdig. Aber gut, wir kommen irgendwie hoch. Man muss ja auf Bergspitzen. Wir kommen rechts jetzt irgendwie hoch. Mag hier unten was sein, wir gucken mal. Ach krass. Ist das möglicherweise die Höhle von oben? Also von der Karte. Come to the sea by Beltane, he said. Something wonderful is coming. And I'm doing it. I'm coming. Ja, aber... I must be mental. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt hier eine kluge Idee ist. Okay, hier ist ein Seil. Okay. Sie sagt deutlich, das ist wahrscheinlich cut the rope with something. Warte mal, sie will das durchschneiden? Habe ich das richtig verstanden?
Bottle Top? Nee, wir nehmen mal Rusty Blade. So, und jetzt hat sie das Ding. Oder ist es jetzt runtergefallen? Now, the same great craftsman who built the bridges below Oren Cleiche also built the great span of the Broken Promise. A bridge for giants riding their mighty horses to the sea. Okay, das ist die Giants Bridge. Die haben wir schon gesehen auf der Karte. Ja, gut. Soweit zu dem Thema. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Naja, gut. Wer weiß, was das für eine Bedeutung hat. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Also auf jeden Fall wird das die Höhle gewesen sein. Auf der Karte könnte ich mir vorstellen. Weil... Naja, von Giant... Oh, oh, Giant's Bridge war ja gerade die Rede schon. Wahrscheinlich kommen wir da jetzt hin. Will ich da hochklettern? Ja, jetzt mal auspusten. Okay, wir müssen klettern, so wie es aussieht. Immer wenn das der Untergrund so wird, dann kann man nicht mehr hoch. Okay, Shelter brauchen wir nicht. Finden wir eine Karte, sehr schön. Der Whisky, also die Whisky-Schmuggler, die über den Hogshead operierten, hatten verschiedene Routen, um die Steuereintreiber aus dem Werk zu gehen. Okay, gut. What? Es könnte hier sogar sein, wir müssen bloß auf den Gipfel. Now the Giant's Bridge across the loch had a toll. A single ounce of gold. Okay. But the clans that built it argued over who should get the money. So they smashed the bridge. The pieces fell from the sky and smashed the land below. Ja, ja, alles klar. Das ist der Platz, wo es weitergeht. Wir müssen jetzt nur noch auf den Gipfel. The wind that blows across these peaks never stops. You can't breathe the same bit of air twice. Sehr schön. Gut, von dem Gipfel aus werden wir sehen können, wo es weitergeht. Es ist so erstaunlich, dass es, ja, sie wirkt gleichzeitig so dynamisch und stark, aber so verletzlich zugleich. Okay. So, das ist ja relativ klar. Das wird hier sein. Da sehen wir auch noch den Wegweiser. Ja, und das meint, glaube ich, einfach dieses Giant's Bridge. Und das ist das, was wir schon erkundet haben im Prinzip. Den Eingang zur Höhle. Glaube ich. Achso, was ist das noch? Ist das die gleiche Höhle? Das sieht aus wie hier, ne? Obwohl, nee. Links gehen irgendwie so Steine hoch.
Aber hier ist auch Below Hawk's Head. Ja, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Seht ihr irgendwas? Also ich meinte, ja, das könnte vielleicht das hier sein. Hier geht's bloß nicht so hoch. Der Gipfel da drüber, der sieht so ein bisschen so aus. Unten rechts, wo wir herkamen. Warte mal, hier ist auch noch irgendwie eine Höhle. Krass. Aber Leute, wir können nicht alles erkunden. Also ich glaube, das könnte das hier sein. Aber was soll's? Okay, sie glaubt, das ist es nicht. Unten in der Mitte. Das hier? Ja, stimmt. Und hier geht es halt nicht so komisch hoch. Das hier. Das ist es, absolut. Ja, ihr habt recht. Okay, aber werden wir jetzt... Wow, okay, da würden wir jetzt noch eine Höhle finden. Aber würde man jetzt zurückgehen, um diese Höhle jetzt zu erkunden? Der Weg ist doch elendig weit. Aber wisst ihr was? Es kann sein, dass das, dass es sowas wie ein New Game Plus gibt und dass man das im nächsten Run dann schon weiß oder so. Bin mir nicht ganz sicher. So, ich glaube, das ist richtig, wie das heißt. Genau. Ah, warte mal. Wir können wieder was hinterlassen. Habt ihr euch jetzt gemerkt, was gesagt wurde? Wir gucken mal kurz zu den Discoveries. Also was hat damit zu tun? Eine Unze Gold. Oder eine Feder. Stimmt. Oder die Whiskyflasche. Giants Lavendel? Könnte sein. Ja, Lavendel keeps away Giants. Das ist auch ein guter Zusammenhang, ja. Das ist auf jeden Fall auch relativ naheliegend. Wir gucken mal. Okay, wir haben immer nur drei Sachen zur Auswahl. Aber dann würde ich sagen, passt die Whiskyflasche doch am besten. Nein! Oder doch? Krass. Okay. Es ist also nicht auf jedem Gipfel passiert das Gleiche. Is this a path? Okay, aber das müssen wir erstmal finden. Können wir das von hier finden? Ja, wir versuchen es natürlich. Okay, Leute. Also links muss es nochmal wieder hoch zu einem höheren Gipfel gehen. Hier waren wir überall gar nicht. Krass. Oder das ist der da hinten. Könnte es auch sein. Warte mal. Warte mal, das ist der da hinten.
Dann ist das vielleicht der... Aha. Wenn man hier stehen würde... Ja, das ist der da hinten. Dann ist hier der Punkt. Hier müsste der Punkt irgendwo sein. Yes! Okay, alles klar. Und da ist auch das Reh. Okay, das heißt, es gibt aber ja wirklich jetzt verschiedene Wege weiterzugehen. Wir haben diesen Whisky-Schmugglerweg und den. Ich würde sagen, wir gehen den anderen. Den, den wir jetzt gefunden haben. Auf geht's. Ja, pass schön auf. Ja, es ist noch viel dran am Tag, da hast du recht. Ah! Okay, das ist der Weg. Okay, warte mal kurz. Wir konfirmen das erstmal. Das ist eine Quelle mit purem Whisky. Yes! Das ist erstmal korrekt. Wir können das Wasser probieren. Es schmeckt wie Feuer. Also doch ein Whiskybach. Oh nein, wir haben Gesundheit verloren. So, jetzt können wir hier runterklettern. Wir können aber auch mit dem Reh springen. Aber ist das nicht da? Sind wir nicht von dort gekommen? Ich habe jetzt ein bisschen Orientierung verloren. Sind wir mit dem Reh hier hochgekommen? Nee, ne? Das ist das Reh, das wir irgendwann mal im Hintergrund gesehen haben. Ja, das Reh, wenn wir jetzt mit dem Reh laufen, das führt uns so weit weg. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Okay, wir werden das Tal durchqueren. Weil es gibt hier so viele Wege zu erkunden. Ihr müsst es auch nochmal spielen. Wir gehen. The Giant's Bridge fell on the Abbey below, but by God's grace, the Abbey survived. The Abbey was meant to have taken the toll from the bridge. Okay, also that... Instead, it bore the toll of its fall, becoming an island. Okay. Uncle Hamish writes me letters, but he isn't chatty. Nee, wahrscheinlich nicht. Sea's raging. Wind's up. But I can see all the way to the North Pole, I reckon. That sort of thing. Gut, also irgendwie eine Abtei ist jetzt auf einer Insel. Und wir haben natürlich wieder Regen. Und wir wissen natürlich wie immer nicht, wo es lang geht. Gehen wir in die Höhle? Ja, wir gehen in die Höhle. Wagt jetzt überhaupt nicht runter zu. Springen wir, klettern wir runter. Ah, nein! Oh Gott. Was ist hier unten los? Ich hätte springen sollen. These lands have always been precious. Always under attack. From the south by the land. And from the east, from the sea. Von den Wikinger. Da geht's irgendwie hoch? Nee, da geht's nicht hoch. Okay, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall wieder hoch. Oh nein. Was? Ist das hier zu Ende? Kann doch nicht sein.
Wartet mal. Manchmal übersieht man ja irgendwie einen Weg im Hintergrund. Okay, also hier geht's definitiv nicht hoch. Kann ich hier runter? Nee, auch nicht. When invaders beached from the sea, the people lit great warning beacons. Ja. But the story goes that the beacon of Ben Chena wouldn't light in the rain. So a girl stood on the cliff herself, red hair like flame. And when a Viking arrow struck her down, God turned her to stone to keep her from pain. Oh my God. Wie traurig, wie schön die Geschichte. Krass. Okay, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Aber... Verdammt. Aber immerhin hat Onkel Hamish uns eine schöne Geschichte erzählt. Stimmt, die Erzählung verwebt sich. These hills are awash with stories. Oh ja. That's what happens when people are driven out. The stories get left behind. Stray dogs. With no one to take them in. Shelter, aber ich glaube, wir können noch weitermachen. Was finden wir hier? Eine Thermosflasche. Und sie ist noch warm. Oh, wie schön. Wir öffnen sie, um zu schauen, was drin ist. Bah! Was? Was? Fingers? Warte mal. Was? Was ist damit gemeint? Sind das Finger oder ist das irgendwie ein False Friend? Sind das wirklich Finger? Was machen wir? Wir schmeißen das weg. Fingerfood. Nee, komm, das schmeißen wir weg. Das ist ja ekelhaft. Rausholen? Nee, Leute. Machen wir nicht. Das ist zu eklig. So, wo geht's weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hoch geht's nicht. Ja, ihr hättet's natürlich rausgeholt. Aber wir sind ein Mädchen. Und selbst ich hätte, glaube ich, in so einer Situation... Warum würde man mit einer Thermosflasche mit Finger... Warum würdet ihr die Finger rausholen? Jetzt mal in der Realität. Das ist doch Quatsch. Das würde niemand tun. Oh, warte mal. Hier würde es weitergehen. Wir können zum Higher Ridge. Okay. Pinecone. Hm, das riecht wenigstens gut. So, und hier geht's... Nein. Okay, es könnte sein, dass man hier irgendwie aus der Höhle von einer Seite rauskommt. Aber, liebe Leute, das Höhlenabenteuer, das geben wir uns jetzt nicht. Wir gehen da weiter. Oh, wen haben wir denn hier? Okay, eine Dame. Sie möchte nicht impertinent erscheinen. Aber solltest du nicht in der Schule sein? Du bist Englisch, ne? Engländerin. Nein, bin ich nicht. Ich weiß, ich klinge so, als wäre ich Englisch. Aber das kommt, weil ich von Edinburgh bin. Wie alt bist du? Ah, 15. Ah, ich hätte gesagt, du bist 16. Aber wie meine Mutter es gewohnt ist zu sagen,
Das kann ich mir übersetzen. Ah, okay, sie machen gute Antiquitäten. Sie gucken immer, sie sehen immer älter aus, als sie sind. Sehr schön. Homeschooling? Naja, wir stellen mal eine Gegenfrage. Was machst du denn hier? Okay. Vogelbeobachtung, Birdwatching. Alles klar. Aha. Und was hast du gefunden? Außer dich, meinst du? Ah, die Abtei hat sie gefunden. Okay, von der war ja schon die Rede. Mitten im Loch. Ja, aber ohne Boot kommt man da nicht hin. Ich bin gespannt, ob wir da noch hinkommen. Wundervoll romantisch. Du wohnst in der Nähe. Oh. Ich will aber ans Meer. Ans Meer? Über die großen Berge, Gipfel hier? Bist du den Weg schon mal gegangen? Noch nie. Du solltest keine Witze machen darüber. Solche Berge können Menschen töten. Präsentierst du mir ein Puzzle? Oder ein Rätsel? Das heißt, es scheint, ich kann dich nicht hier alleine lassen. Was würde der Mann upstairs dazu sagen? Wie meint sie? Gott oder was? Wer? Gott? Gott weiß nichts über mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in dieser Sache falsch liegst. Zumindest in dieser. Okay, wir können sie noch was fragen. Ich habe einen Falken, Fork, Falke gesehen. Er war so groß wie mein Kopf. Goshawk oder ein Bussard? Hm. Was auch mal Goshawk heißt, keine Ahnung. Ich dachte, er hätte mit mir geredet. Wirklich? Goshawks, was auch immer das heißt, lachen. Goshawks. Vielleicht hat dich das Lachen an jemanden erinnert. Okay, kennst du den Weg zum nächsten Ridge? Ah, Habicht heißt es, alles klar. Ja, da ist normalerweise ein Weg, da sollte einer sein, bevor sie den Damm über den Fluss gebaut haben. Aha, der Damm? Ah, ich habe einen alten Flyer dazu. Ich habe ihn in meinen Taschen seit Jahren, um ehrlich zu sein. Da unten ist der alte Weg und das ist der Damm. Okay, das ist ein Staudamm. Der den alten Weg geflutet hat. Aha. What? Okay, Hamish hat darüber immer gemeckert. Gut. Wie komme ich auf den Gipfel hier? Also ich könnte das nicht. Das ist eine ganz schöne Kletterei. Ich habe solche Gipfel, die doppelt so hoch sind, erklettert. Kein Problem. Du könntest dir dein Bein brechen. Ach Mensch. Sie wird uns keinen Weg verraten. Kann sie uns vielleicht zum Meer segeln? Was? Nein!
Also auf dem Meer segeln ist im Vergleich zum Segeln auf einem See, die einen lebenden Hai essen, anstatt von irgendwelchen Fingerfisch, was auch immer. Irgendwelche schönen Vögel gesehen. Ah ja. Habichte? Sie hat Finger, ist gesagt. Ja. Fischstäbchen heißt das. Okay, alles klar. Oh, was? Eagle's Nest? Sie hat uns doch was mitgeteilt und ich sehe eine Hütte. Das ist cool. Okay, sieht nach einer ganz schönen Kletterei aus. Alles klar. Wir sollen auf uns aufpassen. Das machen wir. So, jetzt ist die Frage... Finden wir was? Da ist eine Hütte. Oh mein Gott. Das ist natürlich der perfekte Platz zum Übernachten. Die Frage ist, ob wir vielleicht dort zurückkehren können. Und noch ein bisschen die Gegend erkunden können. Gucken wir uns das erstmal an. Warte, eine Brechstange? Okay. Ich kann direkt damit eine Bank ausrauben. Wir schauen mal rein. Da sind Zeichnungen an den Wänden überall. Kreise in Kreisen. Okay, irgendwelche Winkel und Kalkulationen. Da. Wir warten mal nicht ab. Es sieht aber so aus, als ob wir dort nicht übernachten können. Vielleicht können wir das auch erst, wenn es Abend ist. Okay, ist das eine Brücke? Und wo geht's hoch? Wahrscheinlich kann man da runterfallen. Wir gehen mal rechts hoch. Das ist auch eine Brücke. Eine alte Brücke. Everything in this world is a balance of separated things. The sea and the shore, the hills and the valleys. The people you're with and the people you're without. All you can do is hope for luck as you're finding the gap in between. Schön gesagt, Hamish. Wir sehen den Leuchtturm dorthin. Seht ihn auch? Großartig. Okay, wir haben wieder den Berg geklappt. Krass. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt. So, Eagle's Nest. Warte mal. Das ist der Berg. Entweder ist das der. Der ist das. Ist hier manchmal auch eine Hütte? Also von der Form sieht das eher aus wie der hier, oder? Aber bin mir nicht sicher. Am Ende ist es zu weit weg von der Hütte. Das muss ja damit irgendwas zu tun haben. Andere Seite meint ihr? Ah, da sehen wir auch die Abtei. Da kommt man bestimmt auch hin. Schaut mal, wie kommt man da auch hin? Oh Gott, es gibt hier so viel zu erkunden in diesem Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Also ich bin unentschlossen. Ich kann das nicht identifizieren. Vielleicht ist das auch ganz woanders. Vielleicht ist die Hütte hier auch nur ein Fehlschluss. Da ist auch noch eine Hütte.
mir nicht sicher. Der Berg, auf dem ich bin? Nee, das glaube ich deshalb nicht, weil wir ja schon oben auf der Spitze sind. Das wäre ja merkwürdig, wenn das... Wir sind ja hier. Das kann ja nicht das Eagle's Nest sein. Das kann nicht sein. Okay, schwierig. So, und ich weiß nicht, ob dieser Old Pathway noch zu finden ist, aber die Brücke haben wir ja schon gesehen. Yes! Okay, das ist schon mal klar. Das kennen wir auch schon. Komisch, dass wir den noch behalten haben, obwohl wir eigentlich den Ort ja gefunden haben. Aber gut. Was sehen wir denn hier noch? Irgendwie so eine Art Ferntor. Die Frage ist, wo es weitergeht. Ne? Also hier ist noch irgendwas Cooles. Warte mal. Das ist doch erst die Giants Bridge. Oder ist das das gleiche, wo wir vorhin gewesen sind? Jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Okay, warte mal, das ist die Giants Bridge. Das ist hier irgendwie der Ort. Könnte es sein? Der Busch ist hier nicht zu sehen. Doch, das ist der Busch. Hier geht es dann runter. Das ist irgendwie der Ort. Okay, gut. Wie heißt dieser Berg? Ah, okay. Maybe this one is the Eagle's Nest. Okay, vielleicht hat der Zuschauer recht. Ja, natürlich. Kommt mir jetzt auch richtig vor. Hier ist bloß kein Nest. Könnte sein. So, das ist die Frage, was können wir hier zurücklassen? My Stout Stick? Für Nest vielleicht? Die Glaslinse? Die Glaslinse sehe ich jetzt hier irgendwie gar nicht, oder? Stopp, warte mal, aber... Wir haben dort doch noch dieses Fernglas, dieses Fernrohr eben gesehen. Damit könnte das irgendwie im Zusammenhang stehen. Das Blöde ist... Nein, ich wollte eigentlich abhauen. Scheiße, es war ein Fehler. Okay, das wollte ich nicht, aber vielleicht passt es ja zufällig. The fishermen worked on the Loch Mullerdoch, catching river trout. The fisherman of Loch Mullerdoch was horribly lonely. So it was the lonely fisherman took a wife, the daughter of a local farmer. Okay, das war das Richtige. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier runter. Erzählt jetzt die Mutter? Das ist eine gute Frage. Nein! Verdammt. Ich wollte doch rechts rüber. Wie kommen wir da hin? Müssen wir da an der Seite hochklettern? Shit. Versuchen wir es mal hier hochzuklettern. Nee. Wie komme ich da hoch? Ja, wir müssen irgendwo unterkommen. Das ist klar, aber ich will vorher noch ein bisschen was erkunden. Ich hätte hier rechts rüberspringen müssen. Wahrscheinlich, als ich runtergerutscht bin. Ah.
telescope. Okay, also hier ist irgendwie so ein Rad, also womit man es bewegen kann. Pull the lever, turn the wheel. Too stiff. Geht nicht. Okay, wir können irgendwas nutzen. Crowbar zum Beispiel ist immer gut vielleicht. Ja, scheint zu funktionieren. Was auch immer das jetzt... Ah, okay. Vielleicht sollten wir erstmal durchgucken, ehe ich überhaupt irgendwas mache. Okay, warte mal. Dieser nächste Berg. Da ist ein Mädchen mit wildem rotem Haar. Die einen schmalen Pfad. Oh, krass. Okay. Gut, wir haben wieder einen Pfad gefunden. Die Frage ist, ob wir nochmal anders gucken. Ob wir jetzt auch noch was sehen? Okay, alles klar. Wahrscheinlich war das schon das, was wir machen mussten. Wir sehen den Himmel und das ist es dann auch. Ja. Wir können das nochmal zurückdrehen. Vielleicht sehen wir da auch noch was. Jetzt bin ich ja neugierig geworden. Ja, gut. Wetter. Ah, schaut mal, da finden wir auch einen Gipfel. Aber da ist ein Gipfel dahinter mit Adlern. Was? Wartet mal, dann ist es doch nicht der Adlergipfel gewesen. Okay, toll. So. Jetzt ist aber die Frage, wo übernachten wir? Wir wissen, dass da unten eine Höhle ist, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben ja hier die Karte. Das ist, glaube ich, immer noch diese Giants Bridge Geschichte. Die müsste noch kommen. Vielleicht können wir in der Höhle übernachten. Können wir hier runterklettern? Das sieht sehr, sehr steil aus. Ich würde sagen, wir versuchen es lieber wieder hier. Scheiße. Okay. Oh nein. Okay, ein bisschen Pause. Ja, die Abtei, ich weiß nicht genau. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir müssen hier irgendwo in die Höhle kommen. Uncle Hamish says he writes his letters and puts them in a basket on a wire. The postie pulls the wire across the firth to get them. Ich weiß manchmal but nicht. Where does he get the paper and stamps from? Das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass man manchmal es auch gar nicht schafft, runterzukommen. Wir sind aber, glaube ich, in der Nähe der Höhle. Warte mal, sind wir jetzt wieder hier? Hier waren wir doch schon, oder? Ach du Scheiße, ja. Hier war... Oh, verdammt. Hier war... Das ist die Höhle. Okay, wir haben uns verlaufen. Wir sind im Kreis gelaufen.
Jetzt ist die Frage, können wir jetzt hier noch runterklettern? Es ist Nightfall, wir müssen irgendwas finden. Das ist zu riskant, oder? Scheiße. Hier war doch irgendwas, wo wir Unterschlupf finden konnten. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt das nehmen, was wir hier haben. Das hier. Geht nicht anders. Ist nicht optimal. Ja, das Beste, was wir im Moment finden. Immerhin, es regelt nicht. But getting a letter was like Christmas. Dear Uncle H. Die Hütte wäre zu weit weg gewesen, glaube ich. Er soll uns mal was über das Schloss hinter unserem Haus erzählen. Now behind your house, there's the castle at Ballamoich. Called the Outer Wall, it once was powerful strong. But it's fallen to ruin now, and the king's been missing for years. Drei Tage noch bis Beltane. So, die Frage ist, ob wir jetzt noch diese Höhle erkunden. Aber ich denke ja, jetzt sind wir voller Kraft. Es ist ein schöner Morgen. Wir versuchen das. Ist die Frage, ob man hier sauber runterklettern kann? Ach du Scheiße. Oh nein! Oh Gott, das war ja richtig beschissen. Ist das die gleiche Höhle, wo wir schon waren? Ich hab die Orientierung verloren, Leute. Hier sollten wir doch... Ist das die Höhle, wo wir dort da das Seil abgerissen haben? Sind wir jetzt quasi gar nicht vorangekommen? Uncle Hamish never comes to visit. Doch. Not even for Christmas. He says he can't leave his post. If that lighthouse of his is automatic, someone really ought to tell him. Okay, ihr sagt, es ist eine andere. Na gut, mal sehen, was wir finden. Vielleicht war es auch ein Fehler. So, hier vermuteten wir irgendwas. Das kommt mir doch aber hier bekannt vor, oder? Hier sind wir doch schon gewesen. Das ist die Höhle. Bloß jetzt haben wir halt die Markierung gesetzt. Ja! Gaten! The peak up there must be the broken promise. Okay, jetzt wissen wir, wie der heißt. Aha. Und wir haben was gefunden. Okay, einen alten Stiefel. Aber da ist was drin. Deutsche Reichspost. Deine Mission, besetze Radarstation ACS-2. Näher dich von unten und erklimme die Klippen im Schutz der Dunkelheit. Bleibe ungesehen. Okay. Ja, okay. Einen weiteren Weg gefunden. About 2 years ago, a man bought a radio. She thinks it broke, but it didn't. I took it up Lan Mool and discovered music. Hier sind wir doch gewesen, oder? Ich dreh durch. Ich weiß es nicht. Nein! Ich hab ein Déjà-vu. Nee, warte mal, hier waren wir doch noch nicht. Weil hier sind ja jetzt die Ruinen von dieser Brücke. Aber irgendwie so richtig vorangekommen sind wir doch nicht, ne? Das ist schon neu.
Okay, warte mal, was haben wir jetzt noch was Neues? Ja, diese Sachen und diese Geschichte. Das haben wir eigentlich schon eingeloggt. Ja, gucken wir mal. Irgendwo eine Burg habe ich hier gesehen. Aber das ist hier, da geht's nicht weiter. Das können wir von hier aus nicht sehen. Das heißt, der Gipfel ist nicht geeignet dafür. Okay, nicht gut. Und Radarstationen sehen wir hier eigentlich auch nicht. Gut, das passt also nicht. Hier links geht's nicht weiter. Das ist immer noch ein Geheimnis für uns. Das haben wir schon. Das bringt uns jetzt hier nicht. Ja. Das gebrochene Versprechen. Aber ist das wirklich der Gipfel? Ja, offenbar, ne? Das ist safe, ne? Was können wir hier hinterlassen? Was passt hier? Vielleicht passt es immer irgendwas, bloß es gibt da andere Geschichten. Was meint ihr? Warum heißt das eigentlich das gebrochene Versprechen? Ach so, wegen des Zolls? Ey. Habt ihr eine Idee? Halt, aber warte mal, das ist doch immer noch das Giants-Ding, ne? Jetzt kommt Lavendel, glaube ich, ins Spiel. So hieß das doch. Okay. War offensichtlich falsch. Da passiert nichts. Wir können es aber zurücknehmen. Ganz lustig. Das heißt, man kann einfach Trial and Error machen? Oder? Es passiert was, wenn man es hinlegt. Wir probieren es mal aus. Also, es passiert später was. Könnte natürlich auch sein. Pass auf, das passt auch nicht. Okay, das ist interessant. Hier gibt es jetzt keine direkte Konsequenz. Vielleicht haben wir auch nicht das Richtige da. Kann auch sein. Aber in dem Fall lasse ich einfach das mit dem Lavendel dort liegen. Passt irgendwie inhaltlich am besten. Ja, Yelala und Giants Bridge. Da wissen wir, dass Lavendel gegen Giganten helfen. Deswegen war das jetzt die Idee, das zu nehmen. Genau, das steht nämlich auch in der Aufzeichnung. So, Shelter brauchen wir jetzt nicht. Die Frage ist, ob wir jetzt da zur Abtei wollen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig. Okay, sie will da gar nicht weiter, okay. Ja, ja, das ist alles sehr, sehr knapp mit der Zeit. Kommen wir irgendwie runter? Ja, hier kommen wir runter. Oder? Jetzt nicht weiter. Okay, das ist doof. Wir müssen wieder zurück. Wir haben uns hier ein bisschen verfranst, um ehrlich zu sein. Wir müssen wieder hoch. Andere Richtung. Aber wie? Wie weit hoch? Nochmal ganz hoch? Weit sind wir runtergeklettert. Oh, oh. Nee, das geht nicht gut. Oh, oh. Oh nein. Erstmal ausschnaufen.
Ja, ja, wenn Mutter uns sehen würde, würde sie ausflippen. Ich bin mir nicht sicher. Sollten wir hier hoch? Nee, da ging's ja. Halt das. Ach so, da war wieder das Fernglas. Ja, ja, ich weiß. Ich erinnere mich. Wir müssen hier in Abständen. Wir müssen die Steine hoch, damit wir uns immer oben ausruhen können. An den Stein. Dann geht das. Nein. Und jetzt hier rüber. Okay, alles klar. Ja, wir können am Gipfel oben nochmal das andere Plakat checken. Weil jetzt sehen wir nämlich die Burg dort. Jetzt kommen wir der Sache nämlich näher. Oh, jetzt ist hier schon wieder Regen. Ja, die Eagle's Nest glaube ich inzwischen nicht. Können wir das vielleicht nochmal umbenennen? Wind und Regen, es wird richtig scheußlich. So, wir gucken nochmal. Weil wir haben jetzt was Neues. Das ist immer noch unklar. Sehen wir jetzt hier irgendwo Radarstationen? Vielleicht waren die auch früher nur da. So, auf jeden Fall die Burg, die wir auf dem anderen Plakat haben. Unklar. So, das ist die Burg. Da haben wir aber keine gute Sicht. Beziehungsweise... Hier müsste eine Hütte sein. Die sehe ich hier nicht. Hm. Das ist der... Ah, hier. Alles klar, pass auf. Jetzt ist die Frage, was muss man markieren? Das, was umkringelt ist? Also, das ist die Hütte. Die geht hier runter. Dann müssen wir auf der Ebene hier sein. Das ist der Punkt. Okay. Perfekt. So. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Irgendwie rechts ging es nicht weiter. Also... Müssen wir irgendwie zurück. Die Brücke aus dem anderen Wind. Oh. Ah. Warte, warte, warte. Warte mal, können wir... Ach, das ist nur nach oben gelaufen mit uns, oder? Da ist noch ein anderes Reh. Nein, 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 nein. Ich will doch mit dir laufen. Komm zurück. Oh Gott. Jetzt ist er noch mit zwei Tasten. Nein, wir haben den Rhythmus verloren. Oh mein Gott, wir können auch scheitern. Oh, wow, cool. Es wird schwieriger, finde ich aber gut. Und jetzt müssen wir ohne Reh weiter, oder? Ja, wir hätten es fast geschafft. Schade drum. Na gut, okay, jetzt haben wir ganz schön Strecke gemacht. Ein Stück Kohle. Finger sind dreckig geworden.
So. Und hier kommt man an Kern. Also auf Steinhügel. Es sind hier Hunderte gestreut über diese Berge. Jetzt können wir irgendwas reintun. Was tun wir dort rein? Einen kleinen Stein? Oder den Türstein? Das ist vielleicht noch cooler. Machen wir das mal. Ja, haben wir einfach so getan. Okay. Oh, wir kommen zu diesem Damm. Da wissen wir ja, wo der Pfad weitergeht. Okay, dann ist klar. Das haben wir eigentlich schon identifiziert. Das ist immer noch ein bisschen unklar. Da hinten ist noch eine Burg. Weitergeht. Das andere ist auch so eine Art Brücke. Also tut mir leid, Leute, da finde ich nichts. Die Brücke meintest du vorhin. Okay. Aber die kann ich hier nicht identifizieren. Ich sehe keine Brücke. Ist das vielleicht das Haus? Schwer zu sehen bei dem Wetter. Gut, finde ich hier irgendwie nicht. Außer ihr habt noch eine Idee. Aber wir konzentrieren uns, glaube ich, mal auf den Weg. Wobei ich verstehe gar nicht. Ja, wie heißt dieser? Broken Tooth? Vielleicht. Das Prinzip habe ich auch noch nicht verstanden mit dem Raten der Gipfelnamen. Keine Ahnung. So. Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Werden wir jetzt sterben zum ersten Mal? Halt, wir können hier stehen bleiben. Oh Gott, wir brauchen dringend eine Rast. Es ist erst morgens und wir sind schon am Ende. Hätten wir uns dem besser annähern können? Oh Gott, das war eine richtig dumme Idee von mir. I used to write to Uncle H about the bands I was into. Okay, warte mal. Okay, wir sind gerade eben gestorben. Das scheint aber ganz unproblematisch zu sein. Aber das Problem ist, every cairn is a pile of fallen soldiers. Okay. One stone placed for every man who went into battle. One stone taken back only by those who returned. Diese Deutung ist mir komplett neu. Von interessant. Ich habe aber das Gefühl, wir sind jetzt ein bisschen hier so ein bisschen eingeklemmt. Wir kommen doch jetzt hier nicht runter. Oh. Ja. Gut, was machen wir jetzt? Pass auf. Okay, ich glaube, die Mechanik ist so. Wir verlieren bei jedem Neustart immer ein bisschen Ausdauer. Also bei jedem Wiederbeleben. Die Frage ist, was passiert, wenn wir dann ganz unten angekommen sind? Wir kommen jetzt aber auch nicht mehr hoch. Okay, das ist irgendwie komische Mechanik. Wir müssen jetzt sterben. So it was, the lonely fisherman took a wife.
the daughter of a local farmer. The farmer was a gigantic hulk of a man, and so was his massive daughter. They said the farmer's daughter could tear up trees with her bare hands, she was so strong. Okay, hat mich jemand hierher getragen? Alte, kaputte Hütte. War das vielleicht die Tochter, von der eben die Rede war? Krass. Ja. Okay, es hat Feuer. Jemand muss diesen Ort wirklich geliebt haben. Da ist ja was. Ist das Brosche? Eine Brosche, ne? Aus echtem Gold. Nur noch 3 Tage Zeit. Ich glaube, wir waren schon bei 3 Tagen, oder? Zeit ist jetzt nicht groß vergangen. Gors, ist das eine Pflanze? Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Ach, Stechginster ist das. Ah, okay, alles klar. Okay, so. Rasten brauchen wir nicht. Die Frage ist, wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns unterhalb des Dammes, also direkt hier in der Nähe, wo wir hin wollten. Okay. Ich will da zu dem Traktor hin. Wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen eigentlich da hinten zum Damm. Krass, wie kommen wir da hin? Gucken wir erstmal hier. Ja. Wenn wir jetzt hier runterlaufen. Now, the tower and peak of the Eagle's Nest is really an honest to God volcano. And the last time it exploded, it spat out the Highlands themselves. Ach, Onkel Hamish mit seinen Geschichten. Okay, ein alter Vulkan, vielleicht hilft uns das noch, den zu finden. Ich habe irgendwie keine Peilung, wo ich gerade langlaufe. Leute, wir sind verloren. Wir sind in den Highlands verloren. Ich finde es unglaublich, wie dieses Spiel, obwohl es ein 2D-Plattformspiel ist, einen so den Eindruck des absoluten... Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin, vermitteln kann. Das ist krass. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich will da hoch eigentlich. Scheint mir nicht zu gehen. Das sind manchmal so ein paar schwierige Punkte in dem Spiel. Ah, jetzt komme ich dahin. Und jetzt will ich hier rüber. Hilft uns das irgendwie? Komme ich jetzt von der anderen Seite einfach wieder dahin, wo ich eben gewesen bin? Nee, hier ist was. Okay, hier ist der komische Damm. Okay, eine Wegmarke. Das Eigenteam von Scottsgale Water. Todesgefahr. Ja, das haben wir tatsächlich gemerkt. Das ist dumm. Nee, das ist nicht dumm, Moira. Ach so, ja, das ist dumm. Wie kann jemand Wasser besitzen? Ah, wir können von hier zum Damm. Hervorragend. Sehr schön. Roaring torrents like charging horses. Was passiert, wenn wir das ziehen? Und was ist da oben? Oh.
ich ein Gigant wäre, könnte ich das mit einem Fußstapfen kaputt machen. Hamish würde das mögen. Ja. Das wird der Lied. Ja, okay. Das haben wir schon. Eagle's Nest. Haben wir jetzt eine neue Information mit dem Vulkan? Oh, was gibt es hier alles noch für krasse Gipfel? Wie riesig ist dieses Gebiet irgendwie gefühlt? Es kann sein, dass diese Radaranlagen gar nicht mehr existieren. Das könnte auch sein, ne? Kommt auf jedem Gipfel irgendwo eine neue Sicht, neue Option, Dinge zu finden. Ja, okay, aber hier habe ich keine weiteren Hinweise meines Erachtens. Wir gehen mal wieder runter und wir werden natürlich diesen Hebel umlegen. Wenn es so einfach wäre, hätte es schon jemand getan. Wir werden wieder die Brechstange einsetzen. Okay, das hat nicht funktioniert. Front Door Key, warum immer das? Jetzt müssen die im Dorf unten neu laden. Ja gut, ich meine, warum soll das andere funktionieren? Wir versuchen es nochmal. Come on! Get in! Oh Gott! Was passiert jetzt? Krass, wir haben die Schleuseklappen zugemacht. Also Schleuse ist das ja nicht. Und wir können es nicht mehr umlegen. Was haben wir getan? Ja, wir haben es wirklich getan, Moira. Aber vielleicht ergibt uns das ja einen Weg unten jetzt. Stromausfall in ganz Nordbritannien. Ja, genau. Ja, mal sehen. Okay, solides altes Gebäude. Hat aber keine Türen. Okay. Okay, jetzt kommen wir wieder irgendwo hin. Mal sehen, wohin. Auf diese Seite wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Okay, wir sind einmal drüber. Und jetzt wissen wir, da unten ist ein Weg durch. Und wahrscheinlich, weil wir das... Ah, passt auf, Leute. Es war genau richtig. Weil wir das was... Okay, das war scheiß... Ich kann mich halten irgendwie. Vertigo. Okay, gibt es irgendwie einen anderen Weg darunter? Bestimmt. Wir müssen es hier versuchen. Ich will aber da runter. Ich will nicht da hoch. Okay, hier geht's wohl nur hoch. It's a long way up. Ich will da unten diesen alten Pfad. Some days I get so angry with Mom, I could spit. And that's when I come out. So the hills can calm me down. I don't want to be calm anymore. Okay, die Geschichte mit ihr. Ah, wahrscheinlich kommen wir hier durch die Höhle nach unten. Nee, das ist nur zum Ausruhen. Ich will da runter, Leute. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Da ist ein Pfad. Wir wissen es. Ich will es hinkriegen. Okay. Das kann man da an der Stelle, man hängt da? Warte mal, man hängt da, kann man dann irgendwas machen? Vielleicht kann man da wegspringen. Vielleicht ist das der beste Weg.
So geht's What? Irgendwie nicht. Den Hügel der hinteren Ebene. Ja, wir müssen vielleicht auf der anderen Seite hier weiter durch. Nee, man muss erstmal hier hochklettern. Oder was ist das? Oh Gott. Okay, jetzt wird's unangenehm. Wenn man jetzt hier... Und dann hier unter. Das ist schon wieder so eine Selbstmordaktion. Wie kommen wir jetzt hier runter? Gar nicht, da geht's nicht runter, oder? Das ist aber, glaube ich, der Weg. Naja. Ganz schön gefährlich, was wir machen. Okay, hier hätten wir den Pfad. Aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Cannot get past. Doch, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Ja, ist klar. Okay. Nein! Da kommt man nur dahin. Nein, wie dumm. Wie geht's denn darüber? Schaut mal, da will ich hin. Das geht wahrscheinlich nur von rechts. Wir hätten von rechts kommen müssen. Es ist vorbei. Wir schaffen das nicht. Rechts rüberspringen? Nee, hier kann man nicht springen. Hier ist Schluss. Ich glaube, man hätte hier, warum auch immer ihr einen Mauspfeil seht, man hätte hier von der Seite runtergehen können und dann wäre man dahin gekommen. Wahrscheinlich auch nur, wenn man vorher das oben... Sometimes when I run, it's like the whole world stands still. The whole world. Except the clouds, the wilds and me. Ach so, ihr meint, ich soll den Pfad gehen und dann nach rechts gehen. Das könnte sein, ja. Das könnte sein, ja. Stimmt. Ja. Absolut, ihr habt recht. Okay, sehr gut. Und jetzt? Da ist ein Tunnel, genau. Da will ich durch. Servicetunnel. Da sind Schlangen drin. Ja, ich meinte, ich könnte es probieren. Ja, komm, probier's. Ich könnte auch meinen Kopf in den Korb von Krabben stecken. Sie will da nicht rein. Oh, jetzt waren wir es irgendwie. My mom told me he had a job putting up signposts in the valleys. Okay. And asked her what happened to him. She said he'd gotten lost. He'd gotten lost. Okay, Leute, warte mal. Wir haben immer noch diese Geschichte mit der Karte hier. Oder andererseits, es hieß ja auch, dass der Weg nicht mehr existiert, ne? Ach, wir müssen, das können das so confirmen. The dam below Leam Lanning was built 100 years ago. They say they needed it because the loch overflowed. With the tears of the Jacobites' wives. Okay. Yes! Wurde gebaut, um die Tränen der Jakobiten zurückzuhalten. Ja, okay, also wir haben den Ort gefunden, aber es sieht ganz so aus, als würde sie nicht durch diesen Tunnel gehen wollen, oder?
Nein, jetzt, wo wir wissen, weil wir die Karte bestätigt haben, geht sie vielleicht durch. Ja, komm. Tu es. To feel like I've never done anything but walk. I can feel myself opening out. The way Uncle H says happens when you dump an oyster in a bucket of seawater. Okay, Leute, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Abkürzung geschafft. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Weiter in Richtung Leuchtturm. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und spielen das nächste Woche weiter. Ich denke, das ist jetzt noch zu weit hin, um es irgendwie durchzurushen. Das wäre auch zu schade für dieses wunderbare Spiel, liebe Leute. Wir haben noch 2,5 Tage Zeit. Wir haben den Leuchtturm schon gesehen hinter den Bergen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es schaffen. Meine Güte. Ich liebe das Spiel. Für mich eines der besten Spiele des Jahres. Jetzt schon. Wir gehen raus.